Ja, liebe Freunde der Ubuntu-Gemeinschaft und Gemeinwohl-Zukunftsfreunden, gutes Leben für alle. Ich, Rudolf Kulewitsch, wurde 1950 in Feldbach, Südoststeiermark, geboren. Mit 18,5 Jahren bin ich nach Australien ausgewandert, um die Welt, Land und Leute kennenzulernen. Meine Weltreise dauerte 4 Jahre und hat mich über Asien, Kanada, USA wieder nach Hause geführt. 1983 gründete ich mein eigenes Handelsunternehmen. 1995 mein sogenanntes Gotteserlebnis, ein Aufwachprozess, ein Neugeborenwerden im Geist Gottes. Das Begreifen eines bewussten Seins wurde mir zuteil. Meine umfassenden ehrenamtlichen Tätigkeiten, über 15 Jahre war ich Obmann der Lebenshilfe Feldbach und Obmann des Kulturvereins Stadtwache Feldbach, als Kernteam beim Forum politischer Bildung in Graz sowie der IVCG, Internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute und sonstigen Vereinen mit dabei. Jetzt in meiner Pension möchte ich noch nicht untätig sein. Als Unternehmer bin ich gewohnt, Verbesserungen zu schaffen, Probleme zu lösen, Projekte wie Vollbeschäftigung in der Region, als Friedensdenker, Visionär für Gemeinwohlzukunft, gutes Leben für alle, biete ich dazu Impulsseminare und Workshops an. Unsere Zukunft denken lernen. Wie hätten wir sie gerne? Ubuntu, ein Leben in friedvoller Gemeinschaft, Leben in Fülle. Könnte das ein Ausweg aus unserer krisenhaften Zeit bedeuten? Mein Lebensauftrag, was mich bewegt, meinen Beitrag für ein gemeinsames, friedvolles Miteinander zu leisten, uns öffnen für ein neues Welt- und Menschenbild, große Zusammenhänge verstehen lernen und danach innovativ verbessert handeln. Eine Gemeinwohlzukunft, gutes Leben für alle schaffen, aktiv an der Entwicklung einer endlich tauglichen Welt mitzuwirken. Dazu gehört ein bewusstes Neudenken, ein Miteinander können lernen, Akzeptieren des Andersartigen, Polarisierung verstehen, Deutung großer Zusammenhänge in unserer Welt, Frage wie, wer bin ich, woher komme ich, mein Lebensauftrag, wohin kehre ich zurück, ist der Tag danach für mich denkbar? Diese Fragen beschäftigen mich auch. Darauf Antworten zu finden. Ein Miteinander leben in Vielfalt, bewusst leben wollen, als Erdenbürger meine Mitverantwortung erkennen. Meine Überlegungen zur jetzigen Wirtschaftskrise beziehungsweise meine Lösungsansätze und Vorschläge, also zur Gesundheit, die Pandemie wird mit den Impfungen zu überwinden sein. Die Krise ist also eine zeitlich begrenzte, zu überwindende Krisensituation. Auch dieser neue Virus wird neutralisiert werden, wie lange es auch immer dauern wird. Doch die Wirtschafts- und Geldkrise werden wir nicht überwinden können, wenn wir das Kernproblem nicht erkennen und lösen wollen. Ausgehend von den reichen Industrieländern, vor allem Europa, hätten wir jedoch das Potenzial, weltweit eine Lösung zu finden. Und das müssen wir, denn es betrifft uns alle. Die Wirtschaftskrise. Ich unterscheide hier zwischen zwei Krisen. Mangel an Waren, also eine Grundbedarfskrise. Es fehlen die nötigen Waren. Davon ist zurzeit nichts zu bemerken. Mangel an Geld, um die vorhandenen Waren zu kaufen. Die Krise Geldknappheit. Ja, da stellt sich die Krise derzeit für viele dar. Meine Gedanken zur jetzigen vermeintlicher Geldknappheit. Mangel an Umlaufkapital, also einen Mangel an Geld. Ab sofort wird vom Staat Geld zur Verfügung gestellt. Geldmangel wird teilweise beseitigt, ist auch gut so. Es müsste jedoch
in ausreichender, im notwendigen Ausmaß für alle bereitstehen. Dazu mein ergänzender Vorschlag. Alle aktiven Wirtschaftsbeteiligten sollten ausreichend Geld zur Verfügung bekommen. Menschen im öffentlichen Dienst, unsere Politiker, Sozialhilfeempfänger oder wir Pensionisten haben bis dato in der Corona-Zeit keinerlei Abstriche bei unseren Lohnbezahlungen gehabt. Der Geldfluss aus öffentlicher Hand war und ist gleichbleibend und gleich geblieben. Dies sollte auch für alle Mitarbeiter und Angestellte in der Privatwirtschaft gelten. Sie sollten weiterhin ihre Löhne von ihren Unternehmen erhalten. Niemand sollte arbeitslos gemeldet werden. Alles in Standby setzen. Ja, Standby ist das gute und gut gemeinte Wort dafür. Wenn tatsächlich keine Arbeit verfügbar sein sollte, erhalten Mitarbeiter ohne Arbeit trotzdem ihren Lohn. Ich meine, bis zu 2500 brutto könnte das gehen, ohne Abschläge. Höheren Verdiensten sollte stufenweise ein prozentueller Abschlag als Solidarbeitrag zugemutet werden. Unternehmen sollten ihren Geldbedarfsanteil als Vorschuss erhalten, um die nötigen Kosten ausgleichend bedienen zu können. Daher einen Bilanzvorschuss erhalten. Bei positiver Jahresbilanz sollte der Vorschuss gegengerechnet werden. Bei Verlusten dient der Vorschuss als Ausgleich. Bei Realgewinnen sollte der Gewinnüberschuss ebenfalls als Solidarbeitrag rückerstattet werden. Es sollte eine ausgeglichene Jahresbilanz entstehen, ohne Gewinn und ohne Verlust. Bankschulden der Unternehmen sollten eingefroren und nur die Zinstilgungen bezahlt werden. Es wäre kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand nötig, weder beim AMS, Finanzamt oder bei der Steuerberatern. Dies wäre eine einfache, sofort umsetzbare Möglichkeit und würde bei vielen Menschen die Existenzängste verringern. Es würde wieder mehr Vertrauen in uns und unserer Zukunft entstehen. Solange es keinen Mangel an lebensnotwendigen Bedarfswaren, vor allem an Lebensmitteln gibt und genügend Menschen in der notwendigen Systemerhaltung arbeitstätig bleiben, ist jede unmittelbare Krise zu lösen. Erst wenn es mittel- oder langfristig zu wahren Mitarbeiter-, Energie- oder Transportengpässen käme, kann man von einer Versorgungskrise sprechen. Ebenso im Fall, wenn es zu Engpässen in unseren Gesundheitszentren kommen sollte, weil es etwa zu wenig an Spitalsbetten, Intensivbetten, Krankenpersonal, Ärzte gibt. Dadurch könnte sich Gesundung verzögern und sich die Sterberate erhöhen. Kurz- und mittelfristig wäre es dringend an der Zeit, unser Geldsystem neu zu denken und auf breiter politischer Ebene in allen Öffentlichkeiten zu diskutieren. Denn meine Frage lautet, ist unser Geldsystem noch zeitgemäß? Oder die Frage, dient das derzeitige Geldsystem uns Menschen oder dienen wir dem Geld? Bisher mag sich das sogenannte Schuldgeld- bzw. Kreditgeldsystem gut auf unsere Wirtschaftsentwicklung ausgewirkt haben. Zum Beispiel durften wir durch dieses Wettbewerbssystem unsere Fähigkeiten und Kompetenzen entdecken. Und es ist Wohlstand für viele entstanden. Also es geht vielen Menschen sehr gut. Jetzt ist es jedoch höchst an der Zeit, über kooperative Systeme nachzudenken. Denn wir kommen an die Grenzen unseres Wirtschaftswachstums, besonders in unseren westlichen Industrienationen, weil wir durch unser Schuldgeldsystem auf wirtschaftliches Wachstum angewiesen sind, nämlich auf eine ewige Gewinnmaximierung, die es nicht geben kann. Wir haben nur diesen einen Planeten.
Das jetzige System beginnt kontraproduktiv zu sein und negative Auswirkungen auf uns zu entwickeln. Wir spüren es intuitiv. So kann es nicht mehr weitergehen. Das höre ich so viele sagen. Aufklärung im großen Stil, eine allgemeine Volksbildung sind notwendig und auch machbar. Besonders die Bürgermeister sollten einen klaren Auftrag dazu erhalten. Wenn die Notwendigkeit erkannt wird, sind die nötigen Veränderungen und Reformen auch ohne großen Aufwand machbar. Die Zeit wäre reif dafür. Meine Überzeugung für ein mittel- bis langfristig umsetzbares Weltkonzept einer friedlichen und lebbaren Zukunft ist, dass in diesem jetzigen Schuldgeldsystem nichts mehr zu retten ist. Wir müssen etwas Neues erdenken. Wir müssen unsere Wirtschafts- und Geldsysteme neu denken, neue Vereinbarungen treffen. Ein neues Weltwirtschaftssystem im Sinne einer kooperativen Weltordnung schaffen. Aufklärung und offene Diskussionsrunden zur allgemeinen Volksbildung ermöglichen. Und es muss die Notwendigkeit eines neuen Systems von allen Menschen verstanden werden. Es muss also auch wissenschaftlich dokumentiert und belegt werden. Und es darf niemand auf der Strecke bleiben. Auch sollten keine Schuldigen gesucht werden in der Vergangenheit. Das würde uns nicht weiterbringen. Wie könnte aber eine wünschenswerte Gemeinwohlzukunft gutes Leben für alle aussehen? Kurz- und mittelfristig bis langfristig sollten sich für uns alle die Logik der besten Lösung durchsetzen. Wir sollten alle frei sein vom Geld verdienen müssen. Die Bewertung eines Menschen nach seinem finanziellen Verdienst und der Reichtum als Maß allen Strebens, dies mag bisher der generelle Weiterentwicklung der Menschheit in verschiedener Hinsicht dienlich gewesen sein. Es hat uns so manche Fähigkeiten aufgezeigt und Wohlstand geschaffen. Doch jetzt wird unser Lebensstil immer kontraproduktiver und wirkt sich sogar zerstörerisch auf den Planeten und damit auch auf uns aus. Wir müssen zum kooperativen Miteinander wirtschaften finden. Praktische Lösungsansätze werden den Auswegdialogen in Forumsseitenstädten zur Genüge vorgestellt. Unter www.forum-seitenstädten.net nachzulesen. Visionen einer wünschenswerten Zukunft. Grundsatzfragen dazu. Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Unter welchen Voraussetzungen? Welche gemeinsamen Vereinbarungen wollen wir treffen? Ich meine, dass wir alle eigentlich durchaus wissen, wie unsere Zukunft besser sein sollte. Aber haben wir den Mut, diese aktiv zu wollen und gemeinsam anzustreben? Wir wissen alles, was für eine gute Zukunft, ja für ein Überleben der Menschheit und Natur nötig ist. Einige Beispiele: Weltfrieden, Welternährung, also Grundbedarfsabdeckung für alle Menschen, Weltbildung, Umweltschutz. Wie sollten wir all das aktiv fordern und darauf hinarbeiten? Und nicht zu vergessen, die geistige Dimension, die uns das erkennen lässt und durchhalten lässt, dass wir es aktiv wollen. Unser kollektives Bewusstsein drängt uns doch dazu. Es geht um das Miteinander statt uns gegeneinander. Wollen wir dieses Miteinander können lernen? Übergangslösungen. Es sollten alle Lösungsvorschläge diskutiert und dann der beste Ansatz für die Umsetzung gewählt werden. Mein Vorschlag bzw. Anmerkung dazu: Das systemische Konsensieren wäre eine sehr gute Methode, um eine optimale Auswahl zu finden. Hierbei wird der geringste Widerstand gemessen.
kurzfristig und regional. Und sofort umsetzbar sind etwa folgende beide Ansätze. Regionalwährungen ausprobieren, analysieren und verbessern. Auflistungen und Erklärungen, siehe Ausweg-Dialog, Forum Seitenstätten. Schwierig realisierbar wird es erst dann, wenn wir nicht verstehen können oder wollen, dass wir uns auf einem Crashkurs in dieser Welt befinden. Wir müssen zur Vernunft kommen und das geht nur mit der unbedingten Bereitschaft zum gegenseitigen Verstehen. Fazit: Regionalwirtschaft in den Vordergrund stellen. Regionalwährungen als Übergang zu einem gemeinsamen Wirtschaften. Ein Wirtschaften, welches ohne Gewinnmaximierung und Wirtschaftswachstum Zwang auskommt. Aktuelles Beispiel dazu wäre das von mir vorgeschlagene Vulkanland-Zeitwertsystem. Ein Schenkgeldsystem, das über einen Verein bzw. über eine regionale Wirtschaftsvereinbarung läuft. Ist einfach für jede Gemeinde, Stadt, Bezirkskooperation idealerweise unter großer Bürgerbeteiligung und vielen Regionalunternehmen umsetzbar. Das Beispiel zeigt auf, dass durch eine vernunftgesteuerte Gesellschaftsvereinbarung alles möglich ist, sogar ein Schenkgeldsystem, das eine ressourcensparende Kreislaufwirtschaft, eine Bedarfswirtschaft begünstigt. Und damit ein gutes Leben für alle schafft. Mittel- bis langfristige Pilotprojekte, zum Beispiel vorerst für Österreich und in der EU, später weltweit umsetzbar. Bedingungsloses Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Einkommen, welches allen Bürgern die Existenz und die gesellschaftliche Teilhabe garantiert. Eine Gesellschaft garantiert ihren Mitgliedern einen regelmäßigen, ausreichenden Betrag ohne den Zwang zu einer Gegenleistung, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Ist ja doch geldabhängig, wäre aber sofort machbar, wenn wir wissen, wie Gelderzeugung funktioniert. Dann Infomoney von Professor Dr. Franz Hörmann. Die Idee des Infomoneys bzw. Informationsgeldes nach Hörmann zielt bereits auf eine größere Gesellschaftsvereinbarung hin, wäre Österreich, der EU und weltweit umsetzbar. Bemerkenswert ist bei diesem Ansatz, dass für die Wertbestimmung menschlicher Leistung alle Menschen der Gemeinschaft zuständig wären, und zwar entweder persönlich oder indem sie sich vertreten lassen, also repräsentativ. Tauschgeschäfte wären dadurch nicht mehr nötig. Ein wesentliches Merkmal des Informationsgeldes, das von den meisten Kritikern noch nicht verstanden wird, es handelt sich beim Infomoney nicht um ein Zahlungsmittel mit eigenem Wert, wie bei Goldstücken oder Schuldscheinen, sondern um eine bloße Maßeinheit für Wert, für den Wert. Es weist auf diesen Wert hin, analog zum Meter als Maßeinheit für Länge oder zum Beispiel Kilogramm als Maßeinheit für Gewicht. Es funktioniert, wenn eine Leistung erbracht wird, die aus der Sicht der selbstbestimmten Gemeinschaft einen Wert darstellt. Und daher können die Werteinheiten auch nicht ausgehen. Meter sind auch immer vorhanden, wenn Länge gemessen werden soll. Wenn wir Geld nämlich als Maßeinheit begreifen, analog zu den Naturwissenschaften, und nicht mehr als Tauschmittel, dann wird auch ein asymmetrischer Preis möglich, worin ein ganz besonderer Vorteil des Informationsgeldes liegt. Auch Infomoney zielt auf eine mögliche Zukunft ohne ein Geldabrechnungssystem hin. Gradido könnte ebenfalls eine gute mittel- bis langfristige Lösung sein. Auch dieses System zielt auf eine größere Gesellschaftsvereinbarung hin, und zwar nach dem Vorbild der Komplementärwährung. In Österreich, der EU und weltweit umsetzbar. Der Kreislauf des Lebens als Wirtschaftsmodell. Bereits seit 20 Jahren entwickelt die Gradido-Akademie
für Wirtschaftsbionik eine alternative Geld-Gemeinwohl-Währung, die sich vom Vorbild der Natur orientiert. Denn die Natur folgt der Regel, dass nur dort, wo etwas vergeht, Neues entstehen kann und so langfristige Verbesserung, Evolution, möglich ist. Ihr Erfolgsrezept ist der Kreislauf des Lebens. Würde auch unsere Wirtschaft diesem natürlichen Kreislauf folgen, ließen sich damit, nach Einschätzung der Wirtschaftsbioniker, praktisch alle geldbedingten Probleme der Welt lösen. Das Drei-Säulen-Prinzip. Es werden 3000 Gradino werden per Monat pro Mitglied geschöpft. 1000 Gradino, also aktives Grundeinkommen, monatlich für jeden Menschen. Weitere 1000 Gradino erhält der Staat für seine Dienste an der Allgemeinheit und der dritte Teil, 1000 Gradino, kommt einem Ausgleichen und Umweltfonds zugute, um die Sanierung der ökonomischen und ökologischen Altlasten zu ermöglichen. Auch Gradino zielt auf eine mögliche Zukunft ohne ein Geldabrechnungssystem hin. Ubuntu als gemeinsames Ziel, von Michael Dellensche im Buch beschrieben im Ubuntu. Hier sind die Menschen zur Überzeugung gelangt, dass sie Geld zum Wirtschaften überhaupt nicht mehr benötigen. Es ist nicht die Liebe zum Geld, schreibt er, was unsere Konflikte verursachen. Es ist die Existenz des Geldes an sich, ist Schuld an unserer Misere. Um an die Wurzeln all unserer Probleme zu kommen, müssen wir nur dem Geld folgen. Geld ist zweifelsfrei die Hauptursache aller Konflikte auf dem Planeten Erde. Wie könnte die Übergangslösung gelingen? Ubuntu kann nur harmonisch funktionieren, wenn jeder zunächst selbst bereit ist zu funktionieren. Daher die Lösung im Inneren zu suchen, daher bereit zu sein, achtsam, gesund, friedfertig miteinander zu leben. Es beginnt also in jedem von uns persönlich, in dir und in mir. Denn erst wenn wir selbst positive Gefühle wie Zufriedenheit, Wertschätzung, Ausgeglichenheit und Ähnlichem ausstrahlen und geben können, also erst wenn Gutes in uns selbst entsteht, kann dies auch ins Kollektiv einfließen und die Welt verändern. Von Ausbeutung und Konkurrenz zum Ausgleich kommen. Ubuntu ist ein Prinzip, wo Ausgleich auf allen Ebenen entsteht. Leider ist das derzeitige System mit all seinen Großkonzernen ein sehr energieraubendes Prinzip. Das kann man vor allem an der Hungers- und Wassernot erkennen. Beides müsste nicht sein. Schließlich gäbe es genügend Ressourcen, um etwa 14 Milliarden Menschen pro Tag zu ernähren. Aber etwa jeder siebte Erdbewohner muss derzeit Hunger leiden. Diese Diskrepanz sollte uns allen die Augen öffnen. Vor allem uns Menschen der westlichen Welt. Denn bei uns hier herrscht der meiste materielle Überfluss. Überfluss bedeutet eigentlich ein zu viel von etwas. Dieses zu viel müsste einfach dorthin gebracht werden, wo Not und Mangel herrscht. Dann wäre die Welt wieder im materiellen und energetischen Ausgleich. Klingt eigentlich einfach, oder? Eine vorgeschlagene Zielsetzung wäre Schaffen von Prototypen. Kleine Städte werden zu Versuchsmodellen und Vorbildern, denen andere Städte folgen könnten. Im gleichen Ausmaß einen Ort zu schaffen, von dem die meisten von uns ihr ganzes Leben träumten, ist kein allzu schwieriges Unterfangen. Exemplarisch wäre der Grundstein gelegt für eine neue soziale Struktur und eine Welt ohne wirtschaftliche Sklaverei. Solche Modelle würden Entscheidungsträgern, Gestaltern und Menschen in lokal überschaubaren Gemeinschaften überall auf der Welt eine Orientierungshilfe für eigene Lösungen sein, die dem Gemeinwohl dienen. Die Leute würden erkennen, dass es in der Praxis möglich ist, eine andere Zukunft zu gestalten. Es wäre eine ungeheure Motivation und Hoffnung,
dasselbe tun zu können. Ich bin überzeugt, dass dies einen Dominoeffekt auslösen kann, der über Grenzen und Kontinente hinweg nicht mehr aufzuhalten ist. Stellen Sie sich eine perfekte Welt voller Harmonie und Fülle vor. Die Art von Welt, von der die meisten von uns ihr ganzes Leben lang träumen. Diese Welt ist möglich und wir könnten sie uns selbst erschaffen. Nicht irgendwann, irgendwo in ferner Zukunft, sondern jetzt hier in unserem eigenen Leben. Das Aufwachprinzip wäre damit vollkommen. Ich danke euch.